Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead Space. Ja, in der letzten Folge sind wir hier zum Schlafquartier gelaufen und wollten uns umsehen und dann kommt hier so ein Viech raus. Kommst du jetzt? Oh, Zero G Basketball, da gibt es auch einen Erfolg für. Kann man das hier spielen? Ich möchte spielen. Ich möchte mit dem da spielen. Der wollte mich gerade eben so nett begrüßen, dann hat er sich doch nicht getraut. Basketball, Tatsache. Lustig. So. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schema. Anzug Level 5. Oh, cool. Kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Energieknoten kaufe. Ist der Anzug Level 5 dann der letzte, weil wir jetzt schon in Kapitel 10 sind? Und ich meine, es gibt ja nur 12. Ja, Textlog brauche ich nicht. So, hier haben wir nichts. Oh, hier ist Zero G Basketball. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh, cool. So, und wie geht es jetzt? Hört mal, Leute. Das finde ich jetzt aber nicht geil von euch, ne? Ja, wirklich nicht. Oh, ich habe keine. Aua. Leute. Das ist nicht nett von euch. Wirklich absolut nicht nett von euch. Hopp, mach auf. So. Hey, du lebst noch? Hallo. Mach doch mal. Ja, jetzt machst du es. So. Ich möchte doch nur Basketball spielen, Leute. Ich möchte doch nur Basketball spielen. So, ich glaube, ich muss von da spielen. Noch einmal heilen. Weil die Leute mich ja unterbrechen müssen. Ne, ist eine NAV-Karte. Oh. So, wie geht es jetzt? Kann ich euch da reinpfeffern? Ne, ihr fliegt ja nicht mal richtig. Also hört mal. So kann ich nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten. Vor allem, er macht hier auch die Geräusche von so einer Halle. Jetzt ernsthaft. Es muss doch hier irgendwie. Ende der Schwerelosigkeit. Irgendwie muss das. Gibt es hier keine Anleitung oder so? Eintritt Schwerelosigkeit. Fliege ich vielleicht mal davor? Kann ich nicht hin. Da auch nicht. Ich glaube, das ist das Weiteste, was ich vor kann. Kann ich hier irgendwo hin? Irgendwo? Hier kann ich hin. Hier gibt es auch keinen Ball oder so. Ist das ein Ball? 100 Punkte. Oder so. Ich glaube, das funktioniert nicht. Jetzt aber ernsthaft. Hier muss es doch irgendwie. Irgendwie muss es doch funktionieren, das Teil hier. Ich meine, das ist ja nicht umsonst hier. Und ich weiß ja, es gibt ja einen Erfolg dafür, dass man das macht. Aber wie? Hm.
Ende der Schwerelosigkeit. Ist hier irgendwo ein Ball? 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 Du bist kein Ball. Voll den Ball. Kein Nekromorph. Mann. Ist aber auch nirgendwo ein Ball, ne? Nichts. Vielleicht kann ich so eine Sporttasche da reinwerfen oder so. Das bringt aber auch nichts, oder? Hm. Ist doch scheiße. Schlafblock C, da komme ich nicht rein. Hey, hier ist ja noch ein Teil. Jetzt wirklich mal. Ich möchte es spielen. Ich möchte Zero G Basketball spielen. So ein Dreck. Dann halt nicht. Oh Mann. Ja, ich hab's gewusst. Aua. Du dummes Drecksviech. Alter. Hör doch auf. Hör doch auf. Wie es einfach nicht aufgehört hat, ey. Jetzt habe ich keine. Alter, ernsthaft, Leute. Also, will man nur kurz mal in den Shop gucken? Ey, das ist doch schon. Das ist hier. Ich fühle mich gemobbt, ey. Ernsthaft, ich fühle mich gemobbt. Von diesen Drecksviechern. Also, will man kurz in den Shop gucken und schon kommt so ein dummes Verwandlerviech an und versucht hier alle vier, alle Typen zu verwandeln. Ich meine, geht's dem noch? Kann er doch nicht machen. Also, wie viel kostet denn der neue Anzug? Der kostet natürlich 60.000. Alles klar. Ich kann mal das Stase-Pack einsetzen. Fällt mir gerade so ein. Okay, Inventar. Was kann ich denn verkaufen? Ein bisschen Strahlenmunition. So viel brauche ich nicht. Energiekolonie benutze ich ja gar nicht. Ich weiß ja nicht. Was ist das hier denn? Das ist der Marker. Kann ich den als Ball verwenden? Hm. Kann ich nicht theoretisch so einen Kopf abschlagen? Und den Kopf so mitnehmen und als Ball verwenden? So hier, Moment. Moment. So. Und jetzt so den Kopf so als Ball. Ist da? Oh. 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 Das wollte ich nicht. Hups. Hups. Das war ein Unfall. Okay, da muss ich hin. VIP-Sicherheit. Sicherheits-D-Deck. In irgendwas. Da komme ich natürlich nicht rein. Alles klar. Textlog, der mich nicht interessiert. Hallo? Warum kann ich das nicht? Hallo? Hallo? What the fuck? What the fuck?
Ich habe doch nur einen. Warum gucke ich da überhaupt rein? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. What the fuck? An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation, Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit! Nehmen Sie sie an! Heißen Sie sie willkommen! Ja. Ja. Ich mag den Boden nicht. Ich komme ja nicht mehr irgendwo durch, ne? Bitte warten. Wahrscheinlich darf ich jetzt wieder gegen Viecher kämpfen, ne? Ich mag den Boden nicht. Mann, Leute, warum gibt ihr mir solchen Boden? Oh. Komm schon, komm hoch. Und tot. Komm auch hoch, komm. Ja, noch ein bisschen. Hey. Ich dem so wenig Schaden mache, ne? Warum höre ich eigentlich einen Herzschlag? Dung, 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 dung. Oh, hi. Schade. Die klettern wieder zurück, wenn sie mich nicht kriegen, quasi. So, ich erlöse euch mal von den Bösen. Und mein ist das Reich und so. So, so. So, ohne Arme und Beine könnt ihr euch nicht richtig verwandeln. Das stimmt zwar nicht, weil die einfach wieder nachwachsen. Ich meine, das Prinzip, des äquivalenten Tausches versteht Dead Space, glaube ich, nicht so richtig. Um das mal zu erklären. Um etwas Gleiches rauszukriegen, muss man etwas vom gleichen Wert hergeben. Und ich meine, wenn so ein Viech, so ein Menschen, so ein, ja, was es halt noch ist, Oberkörper mit zwei Stummeln, mit vier Stummeln eigentlich, mit fünf Stummeln, so gesehen, kann es ja eigentlich keine Arme, Beine und einen Kopf produzieren, weil die Masse hat es einfach nicht. Deswegen, naja. Vielleicht werden die ganzen Innereien ja dafür benutzt oder so. Will ich mir gar nicht vorstellen. Ah, Innereien. Bin ich jetzt hier richtig? Ich will aber nicht richtig sein. Oh Mann, dieser Boden. Wer kackt denn hier die ganze Zeit auf dem Boden, dass ich hier so lange watscheln muss? Das ist doch, das ist Trolling. Ernsthaft, die trollen mich hier. Willst du jetzt vielleicht wiederkommen? Lieber Explosionsheini. So, da muss ich lang, das heißt, ich gehe da lang. Wahrscheinlich ist es wieder, man kann in beide Richtungen lang. Au, 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 Moment, Moment. Da ist wieder so ein Wandmonster. Wandmonster. Mm.
So. So. Das war's. Finito, finito. So. Ich glaube, da komme ich durch. What the fuck? Bist doch tot. Warum ist da noch so ein Viech von dir am Leben? Naja. Komme ich jetzt? Nee, ich muss auch wieder zurück. Das heißt, theoretisch kann ich hier lang gehen ohne Probleme. Hier, guck mal, Wandmonster. Naja. So, lass mich mal hier rein, ich bin Arzt. Gott bless. Is it safe? Are you great proximal cross? Help him here. Bla bla bla, irgendwas. Yummy, das war lecker. Mach doch mal. Oh, ich stehe da drauf. Kackt mich das Klo an, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es kackt mich an. Ich möchte aber eigentlich hier rein, ne? Schlafblock A. So, bist du jetzt wieder da, mein lieber Explosions-Heini? Wäre echt töfte von dir. Könnte ich dich nämlich erledigen. Nee. Also ich frage mich gerade. Moment, laufe ich links schneller? Ich glaube, ich laufe seitlich schneller. Haha, guck mal. Ich trick's das Spiel aus. Nein, nicht so, so. Hallo, warum läuft er jetzt nicht mehr schneller? Da, so läuft er schneller. Hier dürften ja keine Viecher kommen, wenn man nach dem äquivalenten Tausch geht, aber das geht das Spiel ja nicht. Los, lass mich runter. Oh oh. Ach, das wäre so. Zwei. Hallo. 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 Könntest du mal bitte? Würdest du bitte sterben gehen? So, und du auch. Hallo? Hallo? Nein! Nein. Ah, das ist eine Killattacke. Alter! Wollt ihr mich jetzt alle verarschen oder was? Ja, er braucht noch länger. Sterbt, ihr verdammten Mistviecher! Da habe ich doch schon so viele von euch getötet, ey. Unfassbar, ne? Unfassbar. Es werden einfach nicht weniger, ne? Es werden nicht weniger. Oh. Hups. Ich hab ein bisschen überzogen. Und ich guck mal, ob hier irgendwo in der Nähe eine Speicherstation ist. Ich hab nicht so... Ich hab das irgendwie so im Ruin. Vor allem nach so einer Stelle, dass da eine Speicherstation kommt. Deswegen gucke ich mich hier erst noch kurz um. Wird die Folge halt ein bisschen länger. Damit müsst ihr jetzt klarkommen. Holen wir den Energieknoten, weil da immer Energieknoten drin sind. Hallo? Glaub, geht's hier noch gut? Sag mal. Greift er mich einfach an, ey? Oh, Aufgabe erfüllt. Ach, oh. Oh. Ups, haha. Moment, ich renne mal schnell zurück.
So, lass mich hoch. Da dürfen ja keine Viecher kommen. Habe ich alle erledigt. Der Logik nach. Aber. Mr. Clark. Alter. Ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und. Und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Ich weiß nicht, ob man dem vertrauen kann. Ich meine, er sagt Sachen, die tendenziell als richtig zu erachten sind, aber... Meh. Oh Leute, ich würde sagen, das alles und viel mehr erfahren wir in der nächsten Folge von Dead Space. Bis dahin haben wir hoffentlich auch genug Geld zusammen, um den neuesten Anzug zu kaufen. Haha, nicht 60.000, ey. Boah. Naja, bis zur nächsten Folge, Leute. Servus.